Frau Schulz, was wollen Sie denn für Gutes machen wollen? Sie malen oder soll jemand anders malen? Ach so, eigentlich ich möchte gerne, dass Kinder vielleicht malen und auch Erwachsene dürfen auch etwas probieren. Vielleicht Sie auch möchten ein Kunstwerk jetzt schaffen. Ich werde gerne zur Verfügung stehen. Sie haben das Motiv vom Tisch, haben Sie ja schon auf Ihrem... Ja, ich habe jetzt probiert einfach und dann dachte, das kann man mit verschiedenen Farben anmalen, Schmetterling. Ich habe auch schon Schmetterling hier. Und ich habe da Farben und da kann man mit verschiedenen Mustern einfach ein Schmetterling zeichnen. Das ist so wie Erinnerung an Sommer. Danke. Das ist die Rache des kleinen Mannes, oder wie nennt man das? Wie lange üben Sie denn schon? Seit einer halben Stunde. Und dann schon so gut? Ja. Na, was ist denn, wenn Sie mal wirklich laufend üben? Also wollen wir so sagen, der junge Mann da drüben, der kann das also ganz toll. Der spielt schon so professionell, wahrscheinlich schon ganz lange. Und die anderen sind vor ein bisschen ersetzt. Wir spielen ungefähr ein Jahr einmal in der Woche. Mhm. Ja, ja. Und der macht das sehr gut. Der ist gerade eben angefangen und macht das ganz toll. Ja. Ja. Macht er richtig gut. Ja, ja, siehst du wohl. Alles hier. Ist das dann das sogenannte Anfängerglück? Ja. Können ist das. Und das konservieren wir jetzt. Klasse. Peter, wie ist es denn? Schmeckt der Honig? Ja. Weißt du, woher das kommt? Ja, von den Bienen. Nein, das kommt, weil die Bienen dauernd sich bei mir Futter holen, so, an den Kräutern. Von dir was, ja. Ja. Aus von deinem Balkon. Dieses Plakat für Safari, das hat für Verwirrung gesorgt. Wieso? Hat kaum jemand kapiert. Das hat kapiert. Ja, Nee, genau. Kauft ihr denn auch Honig in Gläsern? Können Sie noch ein bisschen was? Ist denn dieser ganze Honig, der jetzt hier drin ist, ist der schon von den Bienen aus dem Bürgerzentrum? Oder ist da schon vorher etwas drin gewesen? Ich glaube, das ist von also Bürgerzentrum. Wollt ihr mal werfen? So, hier haben wir drei Säcke. So, da haben wir nochmal ein Stück Bier, wenn wir hier wegkommen. Was muss ich denn tun, um was zu gewinnen? Ein Los kaufen. Für 1 Euro. Ja, kannst du mal sagen, was du im Hauptgewinn gewonnen hast? Ich habe einen Hauptgewinn. Und so süß ist die Fahrer. Martin, ja. Ich hatte eben gefragt, aber da fehlte die richtige Antwort.
ist der Honig, der jetzt hier drin ist, alle schon aus der Fahr? Nein, der ist aus der Fahr. Der ist nur aus der Fahr, komplett. Aber da muss man doch sagen, die Bienen waren sehr fleißig. Die waren sehr fleißig, genau. Wir hätten sogar noch mehr nehmen können, aber wir haben den Bienen auch ein bisschen was Eigenes gegönnt. Was muss man denn alles vom Apfel wissen? Aus welchem Teil des Baumes sich ein Apfel entwickelt zum Beispiel. Krass, oder? Das ist dann wahrscheinlich eine der schwierigen Fragen. Ne? Ja, ich denke schon. Also so viele wussten das jetzt noch nicht. Tatsächlich. Tatsächlich. Naja, wir hatten mal die Sache mit den Pommes frites, ne? Dass die auch an Bäumen wachsen. Die Pommes frites. Ja, die Kartoffel wächst an den Bäumen. Ne? Das hatten wir früher auch mal. Da wusste auch keiner, wo die herkommen. Und gibt es da noch was zu gewinnen? So einen Apfel rausschneiden. Mhm. Und den dann bemalen, wenn sie Lust drauf haben. Wurden Sie vom Bürgerzentrum inspiriert, dass Sie Bienen basteln? Ja, sind wir. Vom Thema. Ja. Das ist nur schade, dass die Bienen keinen Honig sammeln. Ne? Genau. Ja, aber dafür sehen sie nachher schön aus. Sie wollen versuchen, dass in der Fahr wieder Buhl gespielt wird? Ja, so ist es. Wir wollen zusammen mit der Begegnungsstätte des Seniorenzentrum Fahrersee von der AMEP und wir schauen, dass wir hier am Fahrersee wieder eine Buhl-Gruppe starten können. Wo sich ein paar Leute zusammen treffen, Buhl spielen und sich austauschen. Das hatte ja anfangs schon mal funktioniert, ist dann aber mit den Fahrern wieder eingeschlafen. Es ist wohl wieder eingeschlafen, die genauen Gründe kenne ich nicht. Offenbar brauchst du auch immer jemanden, der so ein bisschen den Hut auf hat, der das mitmacht. Und da versuchen wir jetzt mit Barbara Schneider von der Begegnungsstätte Fahrersee, Hanne-Hahner-Haus, da wieder ein bisschen Schwung reinzubringen. Deswegen haben wir auch Kugeln besorgt, also es gibt ausreichend Poolkugeln. Wir haben Banner und wir wollen schauen, dass wir einen Termin finden, wo man sich regelmäßig treffen kann. Sie haben ja sicherlich auch noch etwas anderes mit im Programm, damit sich die älteren Herrschaften bewegen. Was kommt noch Neues? Richtig, wir haben relativ viele neue Angebote, die wir zusammen mit dem Quartiersmanagement, mit den Begegnungsstätten entwickeln. Eine Tanzgruppe haben wir jetzt gestartet, die ist im Hanne-Hahner-Haus auch. Dort wird internationaler Tanz gemacht. Wir versuchen vielleicht auch im Schwimmbad mal Angebote auch für die ältere Bevölkerung zu starten. Wir sind im Gespräch mit den Sportvereinen, also wir versuchen auf verschiedenen Ebenen auch Angebote zu vernetzen, bekannter zu machen und auch neue Angebote zu planen. Wir sind da auch noch in so einem Prozess, den wir gerade durchführen. Im Bürgerzentrum ist auch die Idee, was zu machen. Also genau, wir sind da gerade ganz aktiv dabei. Ich bin nicht so viel.
Ja, NDR ist auch dabei. Jawohl. Ist das nicht Carlo von Tiedemann da unten? Diesen Haribo. Bitte schön. Ja. Bitte schön. Danke. Aber dann darfst du dich schon hier raufstellen. Ja. Ja, sehr gut. So, ja. Ah, wirklich, du hast ja tolle Augen. So, das jetzt darf ich auch schon mal. Aber nicht verraten. Darfst auch warten, dann kommst du auch dran. Bei 5-Jährigen verrate ich nicht, das schafft ihr alles alleine. Du bist 4 und du bist geschminkt als Ladybug. Nee, den Kindergarten bist du. Und da gibt es nicht genug Lego? Ja, sehr gut. Das wohl, dass wir kein Fernsehen haben. Wir fliegen weg. Fliegen weg, ja. Nicht nur die Bienen, sondern wir Die SAG war ja vorne, ich habe dir ja noch eine Einladung gegeben. Bist du auch gewesen? Du warst auch da. Wow, also wir haben nur beim Tempo 30, dann kommt. Wow. Das ist
Cheeseburger, ja. Dann kommt zum Beispiel eine Kaugummi. Muss ja eine Menge haben, weil wir haben ja diesen Umbau bis Pinger. Nee, den Pinner war nicht fern überhaupt. Und er wollte erstmal nicht öffentlich alle Fraktionen informieren und das ist ja dafür der Koordinierungsrapport. Er kommt dann als erstes für die Weltkleidung. Gut, für diese Info. Ja, ja, genau. Und diverse Kleinigkeiten. Ja, aber Anträge haben wir ja, glaube ich, jetzt nicht gegen Anträge. Wir müssen bei Tempo 30, ja gut. Ja, Tempo 30. Oh, das ist ja ein Bereich. Gibt es denn da eine Liste jetzt eigentlich? Die Unterlagen hat ja 30 gegeben, das gibt es. Nicht, danke. Keine Preise kann ich nicht bereiten. Die sollen anfangen. Ja, was dürfen Sie alles probieren? Ja, alles. Eierlikör. Eierlikör mit Butterbrot. Mhm. Ist auch mal was. Mit Käse und so. Ich gehe weiter ganz normal meine Arbeit. Ja.